Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es ehrlich gesagt auch schade, dass Armin Laschet heute nicht bei der Sitzung anwesend ist und sich dieser Debatte stellt. Ich kann Ihnen was sagen. Ich habe keine Frage an Frau Kraft, weil sie sich in dieser Frage sehr eindeutig positioniert hat und deswegen hier heute nicht Stellung beziehen muss. André Cooper, du weißt, und Sie wissen, in der Plenardebatte sieht man uns dann vielleicht, dass ich sehr großen Respekt vor Ihnen habe und wir auch, glaube ich, freundschaftlich das eine oder andere Fußballspiel miteinander bestreiten. Aber trotzdem hätte ich schon erwartet, dass der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, der Vorsitzende der CDU-NRW hier heute Stellung bezogen hätte, oder dann hätten wir die Debatte gar nicht die Chance genutzt hätte, in den vergangenen Tagen Stellung zu dieser Frage zu beziehen und sich nicht in sein Büro einzuschließen. Und ich sage Ihnen auch ganz offen, der Essener Parteitag der CDU hat mit großer Deutlichkeit gezeigt, wo die CDU ist. Sie sind zerstritten, innerlich nicht klar aufgestellt, und es ist nicht mehr das, was Konrad Adenauer und Helmut Kohl so stolz gemacht hat. Sie waren so stolz, dass sie so stabil sind, auf klare Werte setzen konnten und diese auch immer wieder vortragen konnten. Wenn man sich ihre Linien der jeweiligen Wahlkämpfe anguckt, waren es immer wieder vergleichbare Werte. Sie hatten 2014 endlich zugestimmt, den Doppelpass weitgehend zu tolerieren und die Optionspflicht abzuschaffen. Es war ein gutes Zeichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die CDU sich endlich bewegt hat. Doch in Essen haben Sie das wieder in Frage gestellt. Das ist ein Rückschlag für Ihre Modernisierung. Es ist ein Zickzackkurs, den wir in Ihrer Partei sehen müssen. Und es macht deutlich, Sie schwanken zwischen Modernisieren und Traditionalisten. Das ist heute noch mal bei den Zwischenrufen sehr deutlich geworden. Und ich stelle mir schon die Frage, wer sich jetzt durchsetzt. Die Traditionalisten in der Linie von Alfred Dregger und Roland Koch oder vielleicht doch die Modernisierer, zu denen ich André Cooper und auch Armin Laschet eigentlich zähle. Und ich sage Ihnen, dieser Beschluss, den Sie gefasst haben, der ist Gift. Gift für die Integration in unserem Land und auch Gift für das Zusammenleben unserer Gesellschaft. Und ich sage Ihnen auch, ich finde das einigermaßen erstaunlich, weil Nordrhein-Westfalen ist doch das Bundesland, das seit mehr als 100 Jahren unter Beweis gestellt hat, wie Integration gelebt wird, wie Melting Pot funktionieren kann. Wir sind das Bundesland, wo auch die Einstellung der Menschen am offensten gegenüber Zuwanderung ist, zu einem modernen Zusammenleben, und wo ich ganz persönlich sagen kann, ich fühle mich wohl in diesem meinem Heimatland, in diesem Ruhrgebiet, in diesem Nordrhein-Westfalen, und das hat gute Gründe, und das sollten wir auch weiterhin so machen. Und der Kollege Römer hat eben darauf hingewiesen. Wenn Sie jetzt wieder zurück zur Optionspflicht wollen, dann lese ich Ihnen mal vor, was ein junger 1997 in Köln geborener Mensch mit türkischer und vielleicht auch deutscher Staatsbürgerschaft hat. Talha Evran, 2014, wenige Tage bevor die Optionspflicht abgeschafft worden ist. Den Entscheidungszwang für eine neue Staatsbürgerschaft verstehe ich allerdings nicht. Wo ist das Problem? Und vor allem, warum bekommen andere, zum Beispiel EU-Bürger, die doppelte Staatsbürgerschaft und uns Türkischstämmigen wird sie verweigert? Was habe ich, was die nicht haben? Das ist doch unfair und entspricht definitiv nicht dem Prinzip der Gleichberechtigung. Ich hoffe, dass diese Politik diese Widersprüche wahrnimmt und die doppelte Staatsbürgerschaft bald auch für mich möglich ist. Ja, da hat Talha was getroffen, was ich wirklich ungerecht finde. Sie haben mit David Allister den Wahlkampf 2014 bei der Europawahl bestritten und haben Werbung in Deutschland dafür gemacht, dass ein Doppelstaatler die CDU nach Brüssel führen soll. Erkennen Sie denn wenigstens selber den Widerspruch? Und ich will Ihnen mal beschreiben, wie das bei mir aussieht. Ich bin 1969 in einem kleinen Dorf in Niedersachsen in Bad Gandersheim geboren. Dort, damals hatte ich die iranische Staatsbürgerschaft. Ich habe da überhaupt nichts für gekonnt. Die hat mein Vater so beantragt. 5 Jahre später haben meine Eltern dann, weil meine Mutter Bio-Deutsche aus Niedersachsen ist, dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt. Ich bin durch Erklärung Doppelstaatler geworden.
Einige Jahre später hat mein Vater die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und wir haben die iranische Staatsbürgerschaft verloren. Also ich habe die mitverloren, bin mit ausgebürgert worden, habe noch immer nichts zu dieser Frage beitragen können. Und wie Sie wissen, bin ich natürlich deutscher Staatsbürger, sonst könnte ich diesem Parlament nicht angehören. Was hat all das mit einer Entscheidung zu tun, die Sie, wo Jens Spahn sagt, das ist integrationsfeindlich, wenn man sich nicht für eine Staatsbürgerschaft entscheidet? Das ist doch Irrsinn, liebe Kolleginnen und Kollegen. Lassen Sie doch die Menschen entscheiden, ob und wann sie eine Wahl treffen wollen und dass sie sich nicht in Gegenwelten verlieren. Die Menschen sollten doch nicht vor den Knoten geschoben werden, diese Entscheidung treffen zu müssen. Und darum bitte ich Sie, bekennen Sie hier klar Farbe. Und ich will Ihnen auch noch eins ganz deutlich sagen, weil Armin Laschet kennen wir auch anders. Im letzten Jahr oder zu Beginn dieses Jahres war es so, dass Herr Kruse mit einigen, wie ich finde, verfassungsfeindlichen Äußerungen auffällig geworden ist. Lassen Sie mich erst zu Ende reden, Herr Kollege. Armin Laschet hat dann nicht gezögert, auf den Kollegen Kruse zuzugehen. Herr Kruse hat das richtiggestellt und hat sich dafür auch entschuldigt. Sie haben sehr klar Profil gezeigt und auch klargestellt, dass das nicht zur CDU NRW passt. Ich finde das einen bemerkenswerten und guten Vorgang. Und ich würde mich freuen, wenn Sie heute in der Lage wären, sehr klar zum Thema Optionspflicht Stellung zu beziehen und klarzustellen, wo die NRW-CDU steht. Uns hätten Sie dabei an Ihrer Seite, denn wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass Nordrhein-Westfalen ein integrationsfreundliches und friedliches Bundesland bleibt. Dafür brauchen wir alle Demokratinnen und Demokraten in diesem Haus, und Sie sollten sich dem anschließen. Herzlichen Dank. Applaus